Sind wir schon wieder zurück bei Horizon Forbidden Kingdom? Forbidden West, wie komme ich denn auf Kingdom? Ich bin gerade so ein bisschen Brain AFK direkt schon, weil wir hier irgendwo hin müssen und ich weiß noch nicht so ganz genau, wohin. Ich habe ein bisschen das Gefühl oder die Sorge, dass wir hier einiges verpassen, weil es so viele Wege gerade gibt, wie wir darüber kommen können. Da können wir auf jeden Fall lang. Da oben gibt es was, aber das ist ein Holz. Da würde ich, glaube ich, eher das da oben nehmen, aber wir können so oder so scheinbar von beiden gelben Punkten. Ich würde gerne da drüben nochmal richtig rüber gucken. Dahin. Okay, da können wir auf jeden Fall nochmal hin. Hier ist nochmal so ein Dran-Grip-Punkt. Das ist okay. Ich würde so gerne mal schauen, ob hinter dem Wasserfall was ist. Aber ich möchte, wir müssen dann wieder ganz außen rumlaufen. Und das würde wieder eine ganze Weile dauern. So, also hier müssen wir auf jeden Fall weiter hoch. Ah, da geht's hoch. Okay, ja, ich sehe es schon. So. Lag doch irgendwo auch eine tote Person, oder? Hab ich die ja nicht angeguckt? Keine Ahnung. Naja, egal, zu spät. Das ist Wahl, das weiß ich. Stöberer Tagebuch. Buch, ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Tag 1. Wir sind in. Das ist aber doch kein Glyphen, wenn das hier so ein richtiger Text ist. Na gut. Wir sind ins Tal hinabgestiegen und in die Ruinen eingedrungen. Der Boss hatte schon immer eine gute Nase für Stöberstellen, aber bei der Schmiede. Er hatte recht, dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, als wir unsere Sachen hergeschafft haben. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen, aber ansonsten haben wir diesen Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe des Haupteingangs aufgeschlagen. Faruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinen Hammer fallen gelassen hat und der die Stufen runtergekracht ist. Ich nehme an, der Kleine stöbert zum ersten Mal, obwohl er was anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter die Erde müssen. Tag 2. Wir sind weiter in die Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuesten Prototyp ausprobiert. Er nennt ihn Haken und Zier. Das ist wahrscheinlich das, was wir gefunden haben und verbessert haben. An dem Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Faruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost dran ist, desto höher ist der Preis, den man in Meridian dafür erzielt. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hätte die Bäume am anderen Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Tag 3 gibt's nicht, aber Tag 4. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren. Vielleicht ein Erdbeben, aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drinnen ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, wenn wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache eine Trainingsattrappe für Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen einen Gräber ankommen. Tag 6. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat's nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen und. Ja, das ist wahrscheinlich das Tagebuch von denen, die jetzt hier auch tatsächlich. Waren, die diese Lager hier aufgebaut haben. Was ist das hier eigentlich? Das ist voll riesig. Sieht aus wie Stahlträger, so richtige. Da hinten müssen wir hin. Was ist da noch? Wieder welche, die unten drunter. Ach, eine Vorratskiste. Okay, da drüben ist jetzt noch ein Ästchen. Okay. Das große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Diese Typen hatten keine Chance. Wir haben wieder aneinander vorbeigeredet oder parallel. Also das hier wurde von den Maschinen zerfetzt. Okay, sieht noch ziemlich ganz aus. Können wir die auch untersuchen? Nee. Er hat erzählt, dass sie hier gar keine Chance hatten. Haben wohl beide recht. Die Vorratskiste nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das Gefühl, wir verpassen hier irgendwie was, weil das hier so. Weiß ich nicht, kommen wir da nicht hoch? Monströs über Da uns vorne steht. patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Das stimmt. Das können wir.
Und das werden wir natürlich auch. Wie viele sind es denn? Was ist das da? Vorratskiste, da ist noch eine zweite. Okay. Ach, da ist auch noch was. Wo leuchtet es denn so blau her? Ich krieg hier schon Paras. Okay, der scannt hier von diesem Fleckchen. Da sollten wir ihn eigentlich Stalk killen können. Das machen wir vielleicht auch am besten mal. Wir gehen mal dahin. Der geht ja jetzt gerade weg. Ich hoffe, dass der da hinten uns nicht sieht. So, wir müssen immer noch zum Rechenzentrum. Um die Datenkopie von Gaia zu bekommen. Hier war doch auch noch einer hinter, ne? Hühler. Der läuft gar nicht. Ist der irgendwie buggy? Oder sind wir noch nicht in seiner Region oder so? Ich weiß es nicht. Okay, aber er hier kommt gleich vorbei. Das heißt, wir können ihn hier gleich erledigen. Oh, zu zweit? Vielleicht geht's besser auf dem Rückweg. Ja, ich glaube, wir müssen auf den Rückweg warten. Kommt er denn nah genug ran? Ja. Aber sonst sieht er uns hier auf jeden Fall. Ja gut, das hat noch gepasst. Oh, oh, Controller bald leer. Also da drüben sieht uns nicht, das ist schon mal gut zu wissen. Wal hockt hier irgendwo im Nirgendwo. Wir durchsuchen hier mal die Leiche. Er ist hier irgendwie ganz woanders oder Buggy irgendwo unten drin. Der dritte. Haben wir hier irgendwas zum Verstecken? Nicht so richtig, ne? Und er kommt schon. Können wir hier so hinter ihm lang sneaken. Ja. Das hat gepasst. Ich mag das super gerne. Wir sind gar nicht da. Du hast dich verhört. Okay, den haben wir ja aber vorher schon gesehen. Wir können den ja mal markieren. Das heißt, der hat gar keine Route. Eine Falle platzieren hilft also in dem Fall nicht. Bleibt er jetzt einfach da stehen? Oder geht er wieder da rein? Vielleicht, wenn er nicht mehr wachsam ist. Aber er scheint die ganze Zeit wachsam zu sein. Wundert mich ja, dass er uns nicht gesehen hat, obwohl. Wow. Okay, er ist also nicht mehr wachsam, aber jetzt ist er auch tot. Okay. Ich habe kurz überlegt, ob wir jetzt nochmal nach seiner Route schauen und dann so eine Sprengfalle legen. Die wollte ich auch ganz gerne mal sehen, aber okay, also da können wir auf jeden Fall hoch. Ja, genau. Habe ich gesehen, aber da würde ich tatsächlich erstmal in diese Höhle gehen, wo der gerade war. Da lag nämlich noch irgendwas. So, das wollte ich. Können wir das hier irgendwie scannen? Da können wir irgendwas scannen. Was ist das? Alte Vorratstruhe. Gräber. Kiste. Okay. Wir nehmen das noch mit. Da hinten liegt noch was. Was wir ja alles nicht mitgenommen hatten, weil wir hier noch im Sneaken waren. Okay, ich glaube, so ultra viel Holz an Dingsbums schicken müssen wir jetzt auch nicht. Willst du noch was zu ihm sagen? Nee, scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal ganz kurz rein, wo der andere irgendwie hinter versteckt war. Was ist hier drin? Ja, genau. Milzstrauch, okay. Und was ist das? Geh weg! Wertgegenstände. Alte Kiste für Wertgegenstände. Okay, Eisenbarren. Und altes Klangspiel. Altes Klangspiel haben wir auch schon. 5 Stück jetzt insgesamt. So wie es scheint. Also es ist schon richtig cool gemacht hier, ne? Kann man ja nicht anders sagen. So, hier müssen wir wieder was schießen. Da kriegen wir hin. Hat keiner gehört. Wir sind super sneaky.
Sneaky Beak. Nicht, dass wir irgendwas vergessen. Vergessen wollen wir nichts. Aber sag doch mal. Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter wollte ich war sie nicht begeistert. Ist sie denn nie begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Ja, also Begeisterung ist scheinbar nicht so ihr Ding. Da ist eine Leiter, sonst geht sie auch nirgendwo lang. Dann geht's schon wieder weiter nach oben. Ist hier noch irgendwas? Wir haben noch gesehen, dass da hinten dann irgendwie ganz viele Vorratskisten sind, aber das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite unten quasi. Upsi. Das heißt, wir müssen hier jetzt erst noch runter. Ist hier noch irgendwas? Sieht aber auch echt cool aus. Ich komme da gar nicht drüber weg, wie nice das aussieht. Naja. Wir haben noch das ganze Spiel Zeit, es zu bewundern. Was ist das da? Auch wieder nichts. Okay. Treppe und gelbe Dinge? Nee, das ist grün. Das soll Moos sein. Okay. Aber da ist gelb. Das heißt, da kommen wir nirgendwo hin. Aber da natürlich. Das sind zwei? Und es sind wirklich Schlangen. Scheinbar. Drei! Oho. Aber die sind kleiner, oder? Das, was wir hier nach hinten müssen. Drei von den Dingern? Oder war das? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Ja, und das möglichst so lange, wie die drei da noch sind. Oh. Oh, ich drücke schon wieder falsche Knöpfe. Das wollte ich abseilen. Oh ja, das hätte er auch sowieso gar nicht mitmachen können, weil er ist nämlich gar nicht so cool wie wir. So. Das wollte ich einmal checken. Da sind wir gerade runter. Hier muss es doch Gegner geben und Vorratskisten. Da waren die. Den können wir mal markern, aber das ist nicht primär mein Augenmerk gewesen. Wir nehmen hier mal ein bisschen mit. Ich hoffe, die sehen uns jetzt noch nicht. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Ja, erstmal müssen wir zum Turm, das stimmt. Aber erstmal müssen wir hier looten. Das ist Prio 1. Ja, Entschuldigung, ich bin gar nicht so nah dran. Vertreibt man nicht. Achso, die durchsuchen wir so. Hier ist eine, da kommt gleich noch eine zweite. Der ist dort drüben. Das wird nicht gut gehen. Ich ahne das schon. Kommt er schon wieder? Ne, der geht woanders lang. Das ist gut. Sehr gut sogar. Geht er jetzt zurück? Ja. Dann müssten wir ihn doch hier gleich erwischen können. Zehn Maschinen durch Tarnkill getötet. Trophäe erhalten. Ja, das mag ich super gerne. Tarnkills. Sie sind dann immer One-Hit. Das ist richtig gut. Oh, oh. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wir haben ihn doch markiert. Warum bin ich denn so blind? Ja. Und da stelle ich Fragen, die ich selbst nicht beantworten kann. Wo ist er? Ach, da ist er schon. Ach nee, das ist noch jemand. Noch ein anderer. Okay, der da ist erstmal wieder weg. Wir haben ja noch eine Kiste.
Und der da kommt hoffentlich gleich wieder hierher, sodass wir ihn wegsneaken können, bevor der andere von rechts wiederkommt. Aber mal schauen, wie das hier geregelt ist mit den Wegen. Flitzt er jetzt hierher? Ne, er geht noch weiter weg. Okay, ist der andere dann vielleicht schon wieder zu früh da? Wer sieht uns denn? Wie? Ja gut, dann gucken wir mal, ob der da so weit hierher kommt, dass wir den wegsneaken können. Wie sieht es mit dem anderen aus? Okay, den haben wir weggesneakt. Der ist noch da unten und sieht uns gleich nicht mehr. Die machen auch echt so kleine Wieselflinkgeräusche hier, so wieselige Wiesels. Okay, er ist auf jeden Fall nicht mehr aggro mit uns. Und kommt hier gleich zurück. Oh, wie oft willst du da noch scannen? Da wird man ja hier müde bei. So, jetzt müsstest du aber gleich hier in Range sein. Wieso ist der denn schon wieder so wachsam? Der geht ja schon wieder ganz woanders hin, weil wir den da gekillt haben, ne? Okay. Ja, er sieht tatsächlich die Toten. Oder es scheint jedenfalls zu sein, als würde er, wenn er die Leichen sieht, dorthin laufen und aufmerksam werden. So, habe ich jetzt noch hier irgendwas verpasst? Musik wird leiser, das heißt wahrscheinlich keine Monster mehr. Okay, da war gerade noch was. Gut, das Hölzchen müssen wir nicht mitnehmen. Würde ich jetzt erstmal schon wieder nicht mehr mitnehmen. Diese Kiste aber natürlich. Mal hier sonst noch was. Da irgendwie die Leiter hoch. Okay. Können wir da aufs Dach? Golddornpfeffer haben wir auf jeden Fall noch nicht voll. Gehen wir da hoch. Ist das hier so eine Kante dafür, damit wir oben looten können? Scheinbar nicht. Aber da scheint es auch nichts Besonderes noch zu geben. Dort ist dann eben die Leiter. Ja, die habe ich schon gesehen. Wo hast du sie denn? Metallleiter, ja, habe ich gesehen. Okay, sonst scheint es hier nichts zu geben. Das da nehmen wir natürlich noch mit kurz. Quartz. So. Da. Das ist schon hübsch. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Schrei doch nicht so, habe ich doch schon gesehen. Haben wir doch sogar schon analysiert. Du Profi. So. Upsi. Dann muss ich die erst wieder runterschießen? Von welcher Seite denn? Ja. Okay. Ist egal, von welcher Seite wir dran gehen. Von der. Ach, da oben ist auch das Loch. Ja, habe ich nicht registriert. Sie redet ganz schön viel mit sich selbst. Okay, da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich den Reifen ausspiele. Nicht geschafft. Noch einmal. Wo ist sie denn? Ich sehe es nicht. Tippe. Hä? Aber wo müssen wir denn hin? Da oben ist eine Stange, aber wie sollen wir denn da hin? Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Hä? Das check ich nicht. Springe und tippe X an. Und ich tippe vor dem Erreichen, um in die Luft zu springen. What? Geschafft. Ach so, wie cool. Ja, lesen hilft auf jeden Fall. Aber richtig cool. Also wir können da dran springen. Aber bevor wir drankommen, dann mit Kreis einfach noch richtig höher springen. Um dann sozusagen drüber zu springen. Das ist natürlich mega nice. Also ich glaube, bei den Punkten, die wir bisher gesehen haben, hätte uns das tatsächlich nicht viel weitergebracht. Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osseran getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Ja, drei. Da oben gibt es dann auf jeden Fall noch coole Sachen. Und hier gibt es scheinbar nur diese. Okay, ja, die haben wir ja gesehen.
Das klingt ja gut. Greife mit L und Tippe X zwischen den Fernen. Ja gut, das können wir ja schon. Das mussten wir auch schon machen. So, wir laufen mal. Oh. Okay, wir springen erstmal hier runter. Weil wir nämlich diese Kiste wollen. Ich hoffe, wir kommen von hier jetzt auch wieder dahin. Ja, scheinbar. Damit wir hier wieder. Mehr gab es doch jetzt hier nicht, ne? Ich guck gleich nochmal mit dem Fokus. Schauen wir gleich nochmal, was wir da sehen. Also nach unten hin meine ich. Weil wir da nichts vergessen haben. Aber das sieht soweit alles okay aus. Da müssen wir hier mal mit Anlauf rüber. Das machen wir. Anlauf brauchten wir gar nicht. So wie es aussieht. Geschafft. Okay, kannst du bitte da drauf gehen? Und jetzt nach da und darüber. Genau. Vorsicht. Oh oh. Das war knapp. Ja, kann man ja mal machen. Turm weniger. Auf zum nächsten. Man kann sich ja mal so lebensmüde hier rüberstürzen. Ist ja nicht tief. Wäre man ja nicht tot, wenn man runterfällt. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Oh, wie praktisch. Springe ans Kabel, um rüberzukommen. Ja, das kennen wir noch. Nur noch mal ganz kurz gucken, dass wir... Sie sind zu weit weg für meinen Fokus. Oh, oh. Wohl nur nach oben. Fällt fast auseinander. Ja. Oh oh. Okay. Wir sind hier oben. Und wir sind scheinbar immer noch nicht am Ende, oder? Begib dich zum Shuttle. Ist das da das Shuttle? Ja, wir sind auf jeden Fall nach oben gekommen. Ich bin begeistert. Riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ja. Hier ist auch eine Steuerkonsole. Ja. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Das wäre super. Das ist der Plan. Wir schauen uns nur ganz kurz um. Suche nach der Shuttle. Ja, ja. Klammersteuerung. Gucken wir gleich. Das ist ja voll groß hier. Ich dachte, das hier so. Noch eine Maschine. Ja, ich dachte, es ist ein bisschen weniger los hier, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Da würde ich sagen, schauen wir uns doch in der nächsten Folge um und erledigen hier, was noch so zu erledigen ist an Maschinen, damit wir dann auch zu diesem Steuerelement kommen. Also, seid gespannt, wie das wunderschöne Shuttle dann auf die wunderschönen Maschinenschlangen fällt. Ich bin gespannt. Danke euch fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.